Zuerst findest du eine Unterkunft, dann kommen wir nach. Sidan! Warum beantragen Sie Asyl in Frankreich? Wegen Schach. Wegen Schach? Und jetzt bist du tot. Mausetot. Bumm. Was willst du hier? Ich will Schachmeister werden. Papa, du musst erst das Plastik entfernen. Verheb mal mit wie die anderen. Er ist ein bisschen schroff. Fick dich ins Knie! Aber als Lehrer ist er der Beste. Nun mach, du Eierkopf. Aber ein Ei hat keinen Kopf. Schach ist kein Spiel, sagt Kasparow. Der russische Meister hat seinem Gegner immer direkt in die Augen geschaut. Los geht's. Schach ist Krieg. Ein Krieg zwischen zwei Köpfen. Jetzt bist du tot. Er ist gemein, ich spiele nicht mehr mit ihm. Super Idee, sollte ich hier auch mal einführen. Konnten Sie irgendwelche Unterlagen besorgen, die Ihren Asylantrag rechtfertigen? Nein. Mein Vater war gegen die Regierung. Du kennst die Regeln, Silva. Keine Papiere, kein Schach. Sie befinden sich illegal in Frankreich, Monsieur. Sie müssen unser Land sofort verlassen. Nein, nein, das ist unmöglich! Ich will bei meinem Vater bleiben. Lass uns bitte nicht im Stich. Es gibt mehr Abenteuer auf einem Schachbrett als auf allen Meeren der Welt. Macht einen simplen Zug und lernt dadurch das Leben zu lieben. Wir fahren zur Meisterschaft nach Marseille. Am Tag der Meisterschaft ändere ich nicht das Reglement. Gib ihm eine Chance.